Wie ihr im Hintergrund schon sehen könnt, arbeiten wir fleißig an der Innenverkleidung unseres Tiny Houses. Bevor alle Wände oder die meisten geschlossen sind, möchten wir euch aber in dem heutigen Video zeigen, wie unsere Wasserleitungen im Haus verlaufen zu den Verbrauchern, aber auch vor allem, wie das Wasser ins Haus kommt, gereinigt wird, erwärmt wird und es das Haus am Ende auch wieder verlässt. Wir sind übrigens Anja und Ilan. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Wir befinden uns, wie ihr bereits gemerkt habt, auf der Tiny House Baustelle hier bei unserem Tiny House Hersteller, wo wir freundlicherweise noch anderthalb Wochen unser Tiny House ausbauen dürfen mit Handwerkern und Installateuren. Daher stehen wir ganz schön unter Strom. Es gibt noch einiges zu tun. Unser Haus ist vom Grundkonzept so aufgebaut, dass wir mobil sein wollten. Das heißt, wir haben hier Tanks im Haus. Einmal einen Frischwassertank, einen Nutzwassertank und einen Urintank, der nächste Woche kommt. Ja. Wir möchten uns heute natürlich dem Frischwasserthema widmen, somit auch dem Frischwassertank. Und den zeigen wir euch jetzt. Das ist unser Frischwassertank, der fasst 140 Liter. Das Wasser muss aber erstmal in den Tank kommen. Deshalb fangen wir chronologisch einfach mal zu Beginn an. Wir haben hier eine Serviceklappe mit zwei Anschlüssen. Das heißt, wir können einmal Wasser mit Druck einfüllen, also Stadtwasser. Oder über den anderen Anschluss die dazugehörige Pumpe nutzen. Gerade wenn wir Oberflächenwasser aus Kanistern, aus Eimern oder Seewasser eben in unser System bringen wollen, in unser Haus. Dann brauchen wir die zusätzliche Pumpe. Das ist die Flowjet, die wir hier unten installiert haben. Das Wasser, egal von welcher Quelle, läuft jetzt in unseren Wasserfilter. Den haben wir von Famous Water und wie der genau funktioniert, haben wir auch in einem vorigen Video erklärt. Dadurch, dass der über zwei Filterphasen läuft, über Keramik oder auch zusätzlich Aktivkohle. Das Wasser landet dann über dieses orangefarbene Kabel in unseren Tank. Da ist auch direkt so ein Einfüllstopp drin. Das heißt, wenn der voll ist, ich weiß gerade nicht, wie man das nennt, wenn es voll ist, dann hört er auch automatisch mit der Befüllung auf. Der Entlüftungsschlauch, der kann ebenfalls an unsere Steckdose, an unsere Serviceklappe angesteckt werden. Somit haben wir die Entlüftung auch gleich wieder nach draußen geführt, um eben zu schauen, wie hoch der Wasserstand ist oder wie voll oder leer der Tank ist, haben wir zusätzlich noch eine kleine Füllstandsanzeige ohne digitale Anzeige installiert. Ich glaube, das war sogar von einem Öltank oder so. Funktioniert aber, wir waren uns nur nicht sicher, auch wenn der Tank weiß ist, wie stark wir ihn umbauen werden und ob wir dann tatsächlich auch im Nachhinein sehen, wie voll oder leer er ist. Daher zur Sicherheit diese Tankanzeige. Wenn wir Oberflächenwasser ins Haus befördern wollen mit der Pumpe, kann man von außen ganz einfach den Schalter aktivieren. Somit läuft die Pumpe und saugt eben über einen dazugehörigen Schlauch, den können wir euch auch nochmal zeigen, das Wasser an und bringt es in unser Haus bzw. führt es dann durch den Filter hinein in den Frischwassertank. Damit unser Frischwasser jetzt auch zu den Entnahmestellen, zu unseren Verbrauchern gelangt, haben wir natürlich zwei Wasserleitungen, einmal eine Kaltwasser- und einmal eine Warmwasserleitung mit 16 mm Durchmesser. Wir haben dafür, um das Wasser erstmal auch zur Warmwasserbereitung weiterzuleiten, eine weitere Pumpe. Das ist die von Lilie mit 2,4 Bar. Die erste Pumpe, unsere Flowjet, die hat aber eine etwas höhere Leistung, ich glaube 4,8 Bar. Das liegt eben daran, dass das Wasser ja erstmal ins Haus gepumpt werden muss und vor allem durch die zweiphasigen Filter läuft. Dadurch, dass die Kaltwasserleitungen direkt zu den Entnahmestellen geführt werden, Ilan zeigt euch das gleich auch, wird die Warmwasserleitung erstmal zu unserer Alte Kompakt, unserem Kessel geleitet. Das Wasser fließt hier durch Richtung T-Stück. Das T-Stück leitet das Wasser einmal, das kalte Wasser, weiter zu den Verbrauchern. Und das Wasser, welches erwärmt werden muss, einmal über die Decke hier auf die andere Seite, wo dann wiederum ein weiteres T-Stück das Wasser weiterleitet, einmal Richtung Waschmaschine. Da brauchen wir ja nur kaltes Wasser. Das Wasser, welches erhitzt oder erwärmt werden muss, fließt einmal durch den Akkumulatortank hinein in die alte Flow, unseren Vorkessel sozusagen. Der bringt das Wasser auf Temperatur. Von der alte Flow geht es hier raus, hinein in die alte Kompakt 3020, also unseren Hauptkessel, wo das Wasser dann weiter erwärmt wird. Diese Konstellation haben wir deshalb gewählt, damit wir immer fließendes, warmes Wasser haben, wenn wir es benötigen. Wir haben hier zwei Entleerungshähne, das sind diese hier mit diesem gelben Griff und zwei Entlüftungen. Einmal hier an der Kompakt hier oben und einmal an der alte Flow und diese führen wir alle zusammen oder haben wir so gut wir konnten zusammen geführt. Das fließt alles unten ab unter unserer Bodenplatte. Das warme Wasser läuft also hier raus, über die Decke entlang auf die andere Seite unseres Badezimmers, zur Dusche hinunter.
Dann läuft das Wasser genauso eigentlich wie die Heizungsrohre oder die Heizungsleitungen, die wir letzte Woche gezeigt haben, hier unten entlang. Jetzt über ein T-Stück dann auch zum Waschbecken, durch ins Wohnzimmer, unter dem Podest, gleich direkt in die Küche. Und das war's eigentlich auch schon. Wir haben also folgende Verbraucher. Wir haben einmal die Waschmaschine im Badezimmer, dann haben wir die Dusche, auch im Badezimmer, dann das kleine Handwaschbecken, auch im Badezimmer und dann eigentlich nur noch vorne in der Küche das Spülbecken. An allen Entnahmestellen haben wir auch das Abwasser installiert. Dazu verlinken wir euch auch gerne nochmal ein Video, wie wir das Ganze installiert haben, beziehungsweise unser Gaswasserinstallateur. Uns ist jetzt letztens auch nochmal aufgefallen, dass ein dritter Tank fehlt, nämlich unser Urintank. Wir haben ja eine Trockentrenntoilette hier gewählt, also auch da ist ein Tank notwendig. Wir trennen hier deshalb das Nutzwasser von dem Abwasser, beziehungsweise haben einen separaten Urintank, weil wir das Nutzwasser gegebenenfalls dann auch in Zukunft aufbereiten möchten. Also wir wollten uns diese Option auf jeden Fall erhalten. Wir sind wieder in der Küche, hier wo alles begann, und hoffen, dass euch das heutige, wenn auch knackig, kurze Video gefallen hat. Ja. Wenn ja, gebt uns gerne einen Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Wir gehen jetzt wieder an die Innenverkleidung. Hier ist noch einiges zu tun. Und wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüss. Ciao.